Ein herzliches Hallo heute hier aus dem Westend. Ich habe einen ganz wunderbaren Gast hier neben mir sitzen. Er selbst ist nur am Wochenende Rapper, denn unter der Woche ist er Sozialarbeiter. Er hat es aber mit diesem Rap-Ding, hat es schon ziemlich weit geschafft, auf ein paar deutsche große namhafte Festivals. Darüber hinaus sein neues Album Am Wochenende Rapper hat es in den österreichischen, deutschen und Schweizer Charts geschafft. Ja, an meiner Seite begrüße ich hier Weekend und seine Jungs. Hallihallo. Hi. Magst du mal deine Kollegen einfach so vorstellen? Gern. Also wir haben direkt rechts neben mir den guten DJ Upset oder Rolf. Ja, bekannt. Mein Live-DJ und gleichzeitig auch Albumpartner unter anderem zusammen mit meinem Produzenten Pete, der nicht hier sitzt heute, der auch quasi das komplette Album mitgemacht hat, der die Cuts gemacht hat und so ein bisschen für dieses auch klassische Hip-Hop-Soundbild noch mitsorgen konnte. Und rechts daneben, das ist MK, der schon mit mir zusammen seit bestimmt 5, 6 Jahren unterwegs ist. Wir sind immer zusammen aufgetreten, haben quasi zusammen immer Musik gemacht, der mich hervorragend backt und auf der Bühne unterstützt, mit dem ich auch immer wieder zusammen Lieder mache seit Jahren und ja, der dann immer mit dabei ist. Die Gang. Na super, freut mich, euch auch dabei zu haben. Hallihallo, servus. Du kommst ja eigentlich aus Gelsenkirchen. Wie ist das so? Bist du das erste Mal hier in Wien als Gelsenkirchner? Wie ist das so, in der Kulturhauptstadt anzukommen? Nee, ich habe auch schon mal in Wien gespielt, beim Busy Festival jetzt im letzten Sommer. Und ich war auch schon mal privat hier. Ich bin ein totaler Städtereisen-Mensch und muss mir so Großstädte mal angucken und einen Eindruck gewinnen. Und war auch tatsächlich schon mal für eine knappe Woche in Wien und habe ganz privat mir alles angeguckt und finde Wien sehr schön. Super. Ist es auch als Großstadt definitiv tauglich oder ist es auch sehenswert für... Ich lasse es durchgehen. Super, sehr gut. Das freut uns zu hören. Wir haben ja gehört, du warst gestern im B72. Die Bude war knackevoll. Das war der Tourauftakt. Ja, beschreib das Konzert für Leute, die jetzt nicht dort waren, mal ganz kurz. Ja, also das war für uns ja in gewisser Weise auch eine Generalprobe im positiven Sinne. Wir haben seitdem das Album draußen ist noch gar nicht gespielt im Prinzip. Also es gab mal einen kleinen Club-Gig mit Auflegen und sowas, aber das war im Prinzip das erste richtige Konzert und wir waren mega aufgeregt und waren danach auch sehr kritisch, was so manche Sachen einfach im Set betrifft. Also wir werden jetzt nächste Woche Donnerstag geht's dann ja richtig los in Deutschland und werden ein paar Sachen bestimmt auch nochmal verändern, ne? Weil auf der Bühne merkst du dann, wie was funktioniert. Aber an sich muss ich halt sagen, das B72 ist ein super schöner Laden. So klein, aber wirklich knackig. Du hast da oben die Leute noch stehen, überall sind Menschen und die Leute haben das super aufgenommen und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Ja, super, das freut uns zu hören. Ich hoffe, dass du auch bald wieder nach Wien kommst. Die Tour beginnt ja jetzt nächste Woche am 24.10. Geht durch Deutschland, durch ein paar große Städte, auch Schweiz habt ihr dabei und eben ein Konzert noch in Österreich in Lustenau. Wie sehr freust du dich speziell auf dieses eine Konzert in Wien in Österreich? In Lustenau. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass die Österreicher das nicht so wirklich auf dem Schirm haben, weil Lustenau sehr, sehr außerhalb einfach ist. Ich habe es dann im Nachhinein auch herausgefunden, dass das für die meisten Österreicher günstiger wäre, nach München zu kommen als nach Lustenau. Und deswegen habe ich halt persönlich auch noch halt so dafür gesorgt, beziehungsweise auch gesagt, ich möchte unbedingt noch irgendwie gucken, dass wir Wien halt noch mit dazu bekommen. Irgendwie darum waren wir halt gestern auch hier, weil das Feedback halt auch einfach groß war. Also es haben wirklich reihenweise Leute von hier geschrieben, warum seid ihr nicht in Wien? Lustenau, wo ist das denn? So, und ich bin gespannt, was da geht. Ich habe ein bisschen Angst, dass so, es für die Österreicher zu weit ist, beziehungsweise sie ja keinen Bezug zu haben. Und für die Deutschen ist es halt aber dann über die Grenze und die kommen auch nicht. Also da bin ich wirklich gespannt, was da geht. Ich kenne die Stadt auch noch gar nicht und lasst es auf mich zukommen. Super, man darf also gespannt sein. Ja, das Album, wie schon in der Einleitung erwähnt, ist jetzt eben schon heraus, am 30. August herausgekommen. Wie ist es euch und auch mit dem Kollegen, wie ist es euch beim Schaffen dieses Albums ergangen? Was waren so die Hürden, was waren so die Sachen, auf die ihr euch gefreut habt und was waren so die Probleme? Ganz kurz vielleicht einen Einblick geben. Ja, vielleicht
vielleicht fragen wir mal den Rolf, weil er musste das mit mir ausbaden. Ich stelle das Ganze dann so rosig dar. Aber ich glaube, es kann auch recht schwierig mit mir sein, wenn ich dauernd alles umwerf und man mir irgendwann auch mal sagen muss, Christoph, jetzt bringen wir es aber raus, okay? Hier dann die Frage an dich. Ja, es hat relativ lange erstmal gedauert. Wir haben im Prinzip mit den Arbeiten angefangen, nachdem der Christoph die VBT Splash Edition gewonnen hat. Und dann ging es eigentlich erstmal so darum, okay, wir müssen jetzt ein Album machen. Jetzt ist gerade irgendwie so die Aufmerksamkeit da. Und wir hatten schon viel fertig. Wir hatten insgesamt 10 Songs, die wirklich komplett fertig waren. Also das heißt, es gab Beats, ich habe schon die Cuts aufgenommen, es war teilweise schon gemischt. Und ja, wie das manchmal so ist, wenn Sachen lange rumliegen, dann zweifelt man an der einen oder anderen Sache und macht etwas nochmal neu. Das heißt, wir haben von diesen 10 Songs, die wir dann schon hatten, wirklich original, glaube ich, keinen auf das Album jetzt gepackt. Wir haben Einen halben, okay, einen einen halben halben. Song. Ja, ich glaube, es gibt ein Part von einem alten Song, der wurde in irgendeinem neuen Song verwurstet. Ne? Es Das ist ist, irgendwie so, ne? ja, genau, es ist halt bei Life is a Bitch der erste Part. Der bestand schon so, der damalige zweite Part Und ist den Beat runtergeflogen gab es auch schon. und der Beat, den Beat gab es, Genau, aber dafür kam auch noch genau. die Hook dazu. Also Ja. von dem Text ist wirklich nur der erste Part geblieben. Ja. Und Ja. von Dings Es ist auch übrig geblieben. Von, ich weiß gegen den nicht, Wecker. gegen den Wecker, der erste Part. Also 2 halbe Songs sind am Ende übrig geblieben. Was aber auch gar nicht schlimm war im Nachhinein, weil es ging natürlich darum, irgendwie, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, ein Album rauszubringen auf so einem großen Label, für uns große Label, auf jeden Fall Chimperator, dann soll das natürlich auch alles stimmig sein und wir wollen am Ende oder auch nach 3, 4 Jahren noch sagen können, okay, das, was wir da rausgebracht haben, das ist geil. Insofern hat es sehr lange gedauert und wir haben uns alle ein bisschen genervt dabei, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und ich denke, wir würden das auch in einem Jahr genauso wieder tun. Man muss dazu halt auch einfach sagen, dass mir ganz oft Leute um mich herum gesagt haben, jetzt bring es raus, es ist cool. Und dann, als der Punkt aber erreicht war, wo ich gesagt habe, jetzt können wir es rausbringen, ich finde es cool, mir die Leute gesagt haben, okay, ist nachvollziehbar, dass du es noch weitergemacht hast, weil es ist jetzt halt einfach irgendwie stimmig und vorher waren es halt irgendwie coole Tracks und aber das so ist jetzt irgendwie rund und auch geiler. So, also die Leute haben im Nachhinein verstanden, warum ich das immer wieder umgeworfen habe. Ja, ein toller Prozess, den ihr da durchlaufen habt. Es Und geht. na schon, eine prozesshafte Sache, das spricht für ein gutes Album. Man darf gespannt sein. Also kauft euch das Album. Das heißt ja eben am Wochenende Rapper. Unter der Woche bist du ja an sich als normalsterblicher Mensch, heißt du Christoph, und arbeitest eben im Sozialbereich. Was ist genau deine Tätigkeit oder was machst du da unter der Woche, wenn du gerade nicht eben auf der Bühne stehst? Ich arbeite mit Familien. Ich will halt oder vermeide das halt immer zu sagen, wo genau, weil ich auch nicht möchte, dass das dann irgendwie zu der Situation kommt, dass da irgendwelche Leute stehen, die mich dann so quasi von der Arbeit abhalten, dass meine Chefs sagen, Christoph, da kommen irgendwelche Menschen und ja, die halten hier den Betrieb auf. Aber bin wirklich in Familien, bin wirklich auch in der Situation, dass die nicht immer Bock darauf haben, dass ich da auch bin. Also teilweise wirklich so schon, dass sie gezwungen sind, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ja, habe da so das krasse Gegenteil einfach von dem, was ich dann am Wochenende als Rapper mache. Also statt die Leute himmeln dich an, hast du dann die Situation, die haben gar keinen Bock auf dich. Und das ist ein schöner Ausgleich. Ja, schön. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast es vorhin schon erwähnt, Chimperator ist das Label, in dem ihr quasi unterschrieben, bei dem ihr unterschrieben habt, da ist auch der Crow und die Orsons sind da im selben Label. Wie ist denn das so mit Branchenkollegen wie Crow und die Orsons im selben Label zu sein? Wie sind diese drauf? Wie geht es euch damit, mit denen zusammenzuarbeiten oder halt Sachen auszumachen oder Gigs gemeinsam spielen? Wie ist das so? Also im Endeffekt, man hat die Leute natürlich inzwischen auch schon mehrfach gesehen und kennengelernt und die sind alle nett. Aber das ist schon auch so, dass wir da trotzdem mehr Musik für uns machen. Das ist nicht so, dass das auf einmal dann eine Crew ist und wir alle irgendwie zusammen untereinander Musik machen dadurch, sondern ich mache halt einfach das, was ich vorher gemacht habe. Und das ist bei denen ja im Prinzip auch genauso. Also, ne, das ist andere Musik auf jeden Fall. So, und das passt musikalisch ja auch
nur begrenzt irgendwie zusammen. Also Crow macht ja was anderes als das, was ich mache. Und das ist jetzt auch nicht so, dass wir uns dadurch, dass wir jetzt beim gleichen Label sind, in komplett dem gleichen Umfeld bewegen. So, der ist ein netter Kerl, ich habe ihn kennengelernt und das ist auch ganz cool, wenn man sich irgendwo auf jeden Fall trifft. Aber ich habe jetzt nicht dadurch, dass ich bei einem Label bin, mein Umfeld komplett gewechselt. Ich arbeite mit dem gleichen DJ, dem gleichen Produzenten, mit den gleichen Rappern, mit denen ich vorher gearbeitet habe. Ich habe den gleichen Kameramann und habe mir mein Team, das ich um mich herum habe, schon so erhalten und habe das quasi mitgeschleppt. Also auch die Videos zum Album hat der gleiche Kollege oder Freund von mir, langjähriger Freund von mir, gemacht, der das halt auch schon beim VBT gemacht hat oder auch davor schon teilweise dann Fotos oder sowas für mich gemacht hat, der dann einfach, ne, so dass wir alle so ein bisschen davon profitieren. Also das hat sich dann ja auch so einfach ergeben, dass für mich viele Leute was gemacht haben und das wird dann jetzt auch einfach dadurch honoriert, sodass die halt natürlich auch irgendwie was davon haben, wenn das Ganze irgendwie dann auch was abwirft. Ihr in Österreich, also wenn ich dich jetzt eingebe, wenn ich Weekend jetzt in Österreich auf Google.at eingebe und es kommt dann das Magazin, es kommen andere Sachen, das heißt, dementsprechend bist du in Österreich jetzt noch nicht allzu präsent. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, also es werden jetzt sicher morgen dann sehr, sehr viele auf Google Weekend eintippen und den Rapper finden und dann wird das hinaufrücken. Es ist aber so, du hast jetzt auch schon, ich hab's jetzt beides schon gesagt, das ist VBT. Du bist quasi in Deutschland groß geworden durch Battles und der VBT, was ist das? Das ist ein Contest. Erklär doch auch ein bisschen mal für die österreichischen Fans, was ihr da genau in Deutschland für Pionierarbeit eigentlich betrieben habt, um jetzt auf den Standpunkt zu kommen. Also das VBT ist ein Turnier, das ist seit 5, 6 Jahren, glaube ich, ungefähr gibt. Es hat relativ klein angefangen, auch mit weniger Teilnehmern und es ist im Prinzip ein klassisches Hip-Hop-Battle, nur dass es über quasi Musikvideos stattfindet. Das heißt, Rapper A macht ein Lied gegen Rapper B und Rapper B macht ein Lied gegen Rapper A. Beide machen ein Video und eine Jury entscheidet, wer gewonnen hat. Das Ganze verläuft nach einem Turnierbaum, ähnlich wie, keine Ahnung, bei der Fußball-Weltmeisterschaft so. Es werden immer weniger und am Ende gewinnt einer. Und in dem Jahr, als ich mitgemacht habe, das war 2011, da war es so, dass das Turnier auf einmal von jetzt auf gleich einen riesen Hype hatte. Also so die Aufrufe gingen, also inzwischen sind es auf jedem Video da irgendwie Millionen. Das ist Wahnsinn. Und in diesem Jahr habe ich das halt gewonnen. Und durch diesen Erfolg, den das Turnier da hatte, gab es dann zum ersten Mal diese sogenannte Splash Edition. Also gewinnen konntest du den Auftritt auf dem Splash. Die haben aus den Vorjahren die 16 besten Rapper quasi genommen und zusammengetan. Dann diesen Gegner angetreten und das habe ich dann quasi direkt danach auch gewonnen und bin auf dem Splash aufgetreten. Das heißt, ich bin da quasi ungeschlagen und habe das zweimal gewonnen und habe mich danach an das Album gesetzt. Und das Ganze hat sich in dem Jahr so hochgespielt, da gibt es halt auch noch viele weitere Kandidaten, die dann einfach sehr davon profitiert haben, die inzwischen auch professionelle Strukturen genießen und wirklich so einen Schritt in die Szene einfach gegangen sind und da jetzt wirklich auch Erfolg damit haben. Und das hat uns halt unheimlich viel gebracht. Also wir sind wirklich von null in dieses Turnier gegangen, ne, waren wirklich ein Untergrundkünstler und auf einmal ist da irgendwas geschehen, was überhaupt nicht abzusehen war und anderthalb Jahre später stehen wir auf dem Splash, eröffnen das Festival und nochmal ein Jahr später sind wir gebucht auf dem Splash und bringen das Album gerade über Shimperator raus und das ist in den Charts und das ist halt einfach vor 2,5 Jahren so, war es überhaupt nicht abzusehen. So, da war es, wir machen da jetzt mal mit und gucken, was passiert. Und 2 Jahre später sitzt sie hier in Wien auf eine Melange und genießt ein Interview mit Enemy. Das ist sehr schön. Eine Erfolgsgeschichte, die man nicht so oft hört, das ist sehr schön. Ich hoffe, man sieht sich sehr bald wieder in Österreich. Eben jetzt mit dem Tourauftakt seid ihr dann bald einmal in Lustenau. Da dürfen euch dann die Fans genießen und auch konsumieren. Noch dazu das Album, noch einmal als Empfehlung, zu kaufen am Wochenende Rapper in jedem gut sortierten Fachhandel. Ich sage danke sehr für das nette Gespräch mit euch. Wünsche euch noch eine schöne Zeit, eine angenehme Tour und vor allem viel Erfolg und auf ein baldiges. Dankeschön.